Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir hatten letztes Mal diese wundervoll formschöne und formvollendete Autobahnauffahrt und Abfahrt gebaut. Außerdem habe ich hier gerade den Überblick verloren. Ich wollte ein Haus entfernen. Tschüss, Haus. Und wir arbeiten aktuell an unseren 48.000 Mitarbeitern, Einwohnern, glaube ich. Weiter. Achso, einzigartige Gebäude, ups. Ja, 48, wir sind bei 37,5 plus minus. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben immer noch Probleme mit der Bildung in unserer Stadt. Das Problem ist halt, dass wir da einen Mittelweg finden müssen. Ihr seid auch immer noch alle ziemlich beschissen gebildet. Dann bauen wir hier nochmal das. Und das. Was dürfte das abdecken? Dann kriegt ihr auch noch eine hiervon. So, das dürfte jetzt für einen Bildungsschub sorgen. Dann bauen wir nochmal drei Sets Büros, pausieren kurz und switchen auf die richtige Straße. So. Okay, Mission abbrechen. Wenn da schon Büros verweisen wegen fehlenden Mitarbeitern, dann sollten wir das vielleicht nicht noch fördern. Indem wir mehr Büros bauen und auch noch den Konkurrenzkampf antreiben. Sonst wird das ja fast so wie früher. So die Zeiten, von denen Opa immer erzählt am ewig jährlichen Familientreffen. So, also früher, als wir uns unsere Ausbildung gemacht haben und unser Meisterbrief, da konnten wir uns in unserem Handwerksgewerbe unser Gehalt selber aussuchen, weil das keiner, und zwar wirklich keiner, richtig gelernt hat. Da haben sich die Firmen richtig um die Leute geprügelt. Ich sag dir, Jung, das waren noch Zeiten. Aber gut, dann haben wir hier jetzt mal so ein Busy, in Anführungsstrichen, unsere Wohnkapazitäten erhöht. Dann gucken wir mal. Ey, nice. Mist, das war die eine Straße, wo ich es verkackt habe. Dann machen wir es jetzt einfach so, ein bisschen auf die Cheaty Way. So. Außerdem, bevor ich es vergesse, Wasser bis hier und dann bis hier. Okay, also können wir direkt so machen. Dann ziehen wir nochmal eine in der Mitte durch. Joink. Jetzt sind die alle mit Wasser angeschlossen. Die dürften auch soweit, wenn wir Glück haben, alle Strom kriegen. Cool. Parks. Sollten wir nicht groß rumtütteln, sondern direkt wieder Parks bauen. Reißen wir zwar das ein oder andere Gebäude ein, aber hey, Parks. Was will man mehr? Ich habe so den ein oder anderen Stoner hier in Ökostadt, der meint, boah, breit sein und durch Parks laufen, was will man mehr? Kann ich zwar überhaupt nicht nachvollziehen, also den Part mit dem breit sein natürlich, zwinker, zwinker. subtil, subtil, Herr Alex, ich weiß. Wow. Hier ist auch schon wieder Verkehr Party hart. Aber, hey, was soll ich dazu noch großartig sagen, ne? Okay, ihr habt auch nochmal irgendwie akute Müllprobleme da unten. Ich wollte zwar eigentlich eine sehr zentralisierte Müllverarbeitung, aber das scheint ja jetzt nicht direkt im Bereich des Möglichen. Also verschlimmere ich die Verkehrssituation hier oben und baue hier noch einen Müllkreis. Ah, genau, halt. Nein. Warum nicht ein Müllkreisel im ursprünglichen Sinne? Zack, zack und zack. Oder, na, bauen wir den hier unten. Zack, zack und zack. So, Kreisel, por favor. Jank. Dann machen wir jetzt noch schnell das Straßenupgrade. So. Verbindungsstraße. So. Also diese Straßenwurmfortsätze hier sind auf jeden Fall voll der Bringer. Muss ich ja echt mal anmerken. So, dann eine und noch eine und noch eine und. Oh, na egal. Können wir den Wurmfortsatz hier wieder wegmachen? Passt jetzt hier eine hin? Nö. Schade. Gut, dann Strom. Können wir uns direkt von hier drüben abzwacken. Zack. Wasser. Können wir uns auch direkt von hier drüben abzwacken. Zack. Und gib ihm. Oh, halt.
Wir sollten natürlich ebenfalls daran denken, das hier alles zur Einbahnstraße zu machen, damit der Kreislauf wirklich ein richtiger Kreisel ist und nicht dieses komische andere Tuwabuhu. Ich verstehe nur nicht, warum ein Kreisel Ampeln hat. Ist das was Deutsches oder was Europäisches oder wie? Also gut, Kreisel sind generell irgendwie europäisch, aber. Anyway. Was würde passieren, wenn ich das jetzt zu so einspurigen Einwegdingern mache hier? Oh. Falsche Richtung, Jungs. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Na, okay, cool. Jetzt haben die Dinger gar keine. I get it now. Makes sense. Oh, das Einzige, was nicht so direkt Sense makes, ist das da. So, damit die Leute hier auch rausfahren können. Jetzt ist das zwar erstmal ein massiver Stau in Ringelpietz-Form, aber die Autochen müssten in der Lage sein, hier abzubiegen. Oder? Hat ja keine Ampel, ne? Ja, in der Tat, hat keine Ampeln. Cool. Ja, das dürfte unsere Verkehrsprobleme doch ein wenig regeln. Was ist, wenn wir jetzt hier eine mehrspurige draus machen? Ah, auch keine Ampeln. Und dann machen wir daraus wieder die richtige. Wenn wir jetzt hier draus die mehrspurige XXL-Straße machen, dann hat es hier Ampeln. Okay, dann ist wahrscheinlich hier so eine zweispurige das höchste der Gefühle. Nee, es muss Tatsache so eine ätzende Pupsstraße sein. Gut, dann machen wir hier wenigstens die mit den Bäumchen draus. Der Vollständigkeit halber. Können wir die hier wieder zu großen machen. So, dann dürfte das auch erklären, warum unser Ansagkreisel hier so viele Probleme macht. Schnieke, the more you know. Dann Upgrade, Upgrade, Upgrade und Upgrade. Oh, und oh. Dann kurz Pause, machen das hier weg und Upgrade. Cool. Oh. Dann können wir jetzt hier unseren Dingens wieder in Betrieb nehmen. Ja, sehr nett. Wie gesagt, the more you know. Dann dürfte das natürlich auch hier für unseren anderen Kreisel ganz gut funktionieren. Oh, sieht zwar irgendwie seltsam aus, dass diese fetten Straßen in diese kleinen, wurstigen Sträßchen reinrutschen, aber... Oh, hey. Wenn es dumm aussieht, aber es funktioniert, ist es wenigstens nicht dumm. Oh, dann zerstören wir mal schnell hier die brachliegenden Ruinen. Außerdem können wir aus Prinzip den Kreisel auch noch upgraden, auch wenn es hier jetzt nicht direkt irgendwas bringt. Haben wir noch irgendwo Kreisel, die ich jetzt... So, direkt nicht beachtete. Sieht nicht danach aus. Hier beschwert sich noch mehr über gebildete Arbeiter. Und dieses Ding funktioniert. Es ist die reine Augenweide. Jo. Jut, jut. Müllverschmutzung ist hier zwar überall ein Problem, aber dafür dürfte das mit der Stromversorgung hervorragend sein. Wir verbrauchen 500 und produzieren 600. Also hervorragend geht anders, aber es ist ein Ansatz. Dann juckeln wir doch mal hier in unser Starkwindgebiet. 20, 20, 20, 19, 18, 20, 20 und 20 und 20 und 20 und 20 und 20. Oh, fuck it, wir haben 1,5 Millionen. No, I don't care, I like it. Dup, dup, dup. Es funktioniert jedenfalls. Oh, Strom. One point. Oh, ich weiß, wie viel Strom ich produzieren will. Können wir das? Mehr, mehr. Ah, zu viel. Okay. Eins muss ich wieder entfernen. Okay, wie viel macht ihr?
0 bis 8. Almost. Yes, 1,21 Gigawatts. ich weiß. Ihr beschwert euch schon wieder über Müll. Okay, also hier gehen auf jeden Fall ganz viele Häuschen flöten. Tschüss, tschüss, tschüss und tschüss. Hier ist nochmal eins. Hier ist eins und hier ist eins. Wo ist denn unsere Uni-Elite hier? Brauchen wir mehr Bildungsabdeckung? Wir brauchen eine weitere Grundschule. Joink. Mittelschule. Oh, mit der sieht es ein bisschen beschissen aus. Setzen wir doch einfach mal da rein und hier oben an. So, perfekt, richtig schön an der Autobahn, so wie es sein muss. Unitechnisch wiederum ist abgedeckt. Budget. Irgendwo hier konnte man dann doch auch nachgucken. Ja, hier. Berechtigt 3200, Kapazität 2600, gut. 7200, 6200, sehr gut. 3000, 16.000. Not bad. So, und ich habe gerade etwas geschockt auf mein Geld geschaut und gedacht, 40.000? Wir hatten eben noch 1,5 Mille. Aber das ist ja in Anführungsstrichen nur die Bevölkerung, nicht? Okay, wie machen wir weiter? Ich denke, wir sollten uns mal aktiv die Bodenschätze wieder anschauen. Das ist Erz, das ist Wald, das ist Wald. Bodenbla, Meererz, hier ist noch mehr Wald. Öl. Öl ist mir relativ wurscht. Dann sollten wir hier unten unseren, ja, unser Waldindustriegebiet ausweiten. Dann müssen wir nicht dauernd irgendwelche scheiß Bürogebäude bauen. Dann machen wir das einfach mal. So. Hoffen wir einfach mal, das ist im rechten Winkel. Ziehen das so hier rüber, ziehen das so hier runter. Okay. Checken wir mal. Vorkommen. Sind wir gut mit drin. Das hier unten ist dann sehr schön für das andere Gedöns, wo man Weizen draus bekommt. Landwirtschaft, genau. Entschuldige mir viel gerade ums Verrecken das Wort nicht ein. Dann sind wir doch mal so fleißig und bauen hier aus. Wir sollten die Zeit jetzt vielleicht auch wieder weiterlaufen lassen. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht direkt 1000 Probleme mehr auf uns zukommen, wie das so gerne so passiert. Ja, dann machen wir schnell das da. Ja, perfekt. Schnieke. Haben wir hier unser erstes Grid. Ja. Und im Endeffekt können wir jetzt hier nochmal einfach so machen und so machen. Rechter Winkel? Rechter Winkel. Cool. Auf gut Glück machen wir einfach nochmal hier den. Und hier in der Mitte auch nochmal einen. Nike, dann ziehen wir den hier hoch und den hier hoch. Das müsste ein rechter sein. Also ein rechter Winkel. Ja, dann ziehen wir hier. Ja, das war einer zu wenig. Das war einer zu viel. Das war immer noch einer zu viel. Und der saß aber. Der sitzt. Manchmal kann man sich an den Bäumen orientieren, aber halt leider auch nur manchmal. Der saß. Oh, ja, das stimmt soweit. Schick, schick. Und dann. Bevor wir das tun, sollten wir vielleicht erst noch Wasser machen. Dann ziehen wir einfach eher logisch das da. Das da. Und das dort. Das da. Das da. Und das da. Sehr hübsch.
Guckt mal, wie das auf einmal funktioniert hier. So. Wie gut, dass ich unsere Wasserversorgung ausgebaut habe. Dann verbinden wir einmal hier. Einmal einfach hier und einmal einfach hier. Das ist sozusagen die Direct Line to Shit. Hier geht praktischerweise schon eine Stromleitung lang. Dann können wir jetzt einfach hier mal... oh, halt, bevor wir da irgendwas hinsetzen. Das hier war Wald. Das heißt also, wir wollen hier Brett vorm Kopfbereich zonieren. Und wir sollten einen Zugang zur Autobahn bauen. Wie bauen wir den geschickt oder am geschicktesten? Wir können eine Abfahrt so und eine Abfahrt so, denke ich mal. Okay. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Auffahrt. Und wir sollten vielleicht die Verbindungsstraße hierfür bauen. Machen wir einfach mal so. Oder aber, anhand unserem gerade Gelernten. Block. Cool. Machen wir das hier mal kurz und das da mal kurz. Oh. Okay, also das nach dort. Oh. Jetzt brauchen wir noch die Ausfahrt von hier. Ah. Von hier nach dort. Und von dort nach... Erstmal eins weiter hoch. Ja. Klappt das? Nee. Dann müssen wir jetzt vermutlich ein bisschen künsteln. Ja, ein Bild hoch. Hier rüber. Und nach hier. So, Upgrade Tool. Zack, zack, zack und zack. Autobahn auf- und Abfahrt, juppdidup. Jetzt können wir hier das noch upgraden. Und theoretisch müssten wir sogar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das hier machen können. Cool, hä? Das, das und das. Hehe. Okay. Dann sollten wir mal ganz kurz das da entfernen. Oh. Oh, Upgrade. Das, das und das geht vermutlich nicht, leider. Schade. Aber macht nichts, der Rest funktioniert. Ein Autobahnkreisel. Das ist ja richtig schräge Scheiße. Wie dem auch sei. Dann zonieren wir hier jetzt munter und fleißig. Dup, 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 dup. So, ein paar davon dahin. Und nein, ich will keine Windräder bauen, aber ich will Stromdinger. Habe ich hier unten entsprechend zoniert inzwischen? Ja, habe ich. Cool. So, dann ist das jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis hier schwere Industrie einsetzt. Außerdem sollten wir der arbeitenden Bevölkerung zuliebe hier eine Verbindungsstraße reinsetzen und hier eine Verbindungsstraße, zumindest vorerst. Und dann dürfte es das sein. Soweit zumindest. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt noch schnell ein bisschen attraktiver mit ein paar Parks. Altbewährtes Prinzip, alle zwei Dinger einen Park. Okay, da muss keiner hin. Machen wir das jetzt einfach mal in einer abwechselnden Lattung. Wieso freuen sich die Parks über andere Parks? Na. Anyway. Viel zu Meta. Viel, viel, viel zu Meta. Kann man hier auch noch einen coolen Park hinbappen.
Wenn man nicht will, gerade noch einen zweiten. So, und schon beginnt es da unten zu sprießen wie Fußpilz. Wunderbar. So, dann machen wir dort einfach noch einen Strommast hin. Ihr seid strömisch versorgt. Wenn ihr euch ein bisschen mehr ausbreitet, kriegt ihr auch gleich Strom, Leutchen. Na gut, machen wir erstmal so. Zack. Und bereiten uns darauf vor, dass sie hier unten sprießen. Sobald hier zwischen den beiden Grids eine Verbindung hergestellt ist, kann ich diese Linie hier wieder einreißen. Na ja gut. Während das da in der Mache ist, trinke ich mal schnell einen Schluck Käffchen. Bis gleich, Jungs und Mädels. So, da bin ich wieder und ich stelle fest, ich will das gar nicht haben, sondern setze hier einfach irgendwie sowas mal in die Mitte. Und Verbindung, tata. Clever, ha? Huh? So, jetzt haben wir da eine Feuerwehrabdeckung. Jetzt brauchen wir hier noch eine Polizeiabdeckung. Und ein Krankenhaus wäre vielleicht auch noch nicht verkehrt, falls es Arbeitsunfälle gibt. So, es ist alles versorgt. Hier haben wir wieder leere Gebäuderuinen. Okay, das war irgendwie doppelt gemoppelt. Das hat es eh schon abgerissen. Cool. So, und ihr sucht alle Mitarbeitermenschen. Dann ist es vermutlich an der Zeit, wieder zu expandieren. Ziehen wir erstmal die hier ein Stück runter. Fast wie ein paar Hosen. Nur weniger peinlich. So. Okay. Oh, goddammit, Straßen, why? Gut, dann ist das hier jetzt anscheinend einfach eine Sackgasse. Wir tun die Leute leid, die dann da ganz am Ende wohnen. Wir tun die Leute Lot, ist klar. Ja. Ziehen das da dort durch. Das nach dort. Okay, und die hier nach. Okay, die hat einen ganz krassen Winkel, einfach nur die Straße. Es ist die Imba-Straße. Und anscheinend wieder eine Sackgasse. Cool. Dann können wir jetzt das hier löschen und das hier löschen. Schade, ich hatte gehofft, dass das funktioniert. Lässt sich hier eine Verbindung herstellen. Zumindest eine Diagonale. Es sieht nicht gut aus. Nicht schön, aber funktional, wie es immer so, so schön heißt. Dann machen wir jetzt noch das hier. Und anscheinend nicht das hier. Dürfte aber hier wieder passen. Das hier. Das hier. Das ist entweder optimal für Einfamilienhäuser oder für Bond-Bösewichter-Verstecke. Schauen wir schnell das da. Noch jemand ohne Fahrschein? Sieht nicht danach aus. Dann ziehen wir mal wieder Wasserleitungen. Also nach dort, nach dort und nach dort. Dann können wir die hier rüberziehen. Wieder runter, dann ziehen wir hier einen quer durch, zack, und hier einen quer durch, zack, und dann Maoam, bauen wir hier ein Wohngebiet und hier ein Wohngebiet und hier Kommerz, zack. Das ist halt alles High-Density-Kommerz, die wollen halt hochgebildete Leutchen. Oh, Mist. Ich wollte es gerade abreißen. Naja. Yay, aber hier gibt es was zum Abreißen. Tschüss.
Und tschüss. Wie ist das denn hier unten mit der Feuerwehrabdeckung? Ja, nicht super optimal. Dann bauen wir einfach noch so ein Ding hin. Und hier einfach auch. So. Jetzt dürften die alle happy sein. Hier kann man auch noch eins hinsetzen. Und hier kann man noch eins hinsetzen. Und hier, dann haben wir auch gleich noch eine Abdeckung bei den Feuermüllteilen. Und ich bin sehr beeindruckt, dass diese Straße hier so viel befahren ist. Und dass das auf einmal so locker flockig funktioniert da oben. Das ist auch wunderbar, aber sehr unerwartet. Dann bauen wir hier einfach noch so ein Ding hin, weil die alle auch noch irgendwie seltsam farben waren. Ihr seid alle gut besucht. Viel überqualifizierte. Auch nicht so ganz klasse. Dann sollten wir jetzt vielleicht unser Bildungsbudget wieder runterschrauben. Joink. Gehen wir mal auf 75%. Das dürfte dann dafür sorgen, dass wir in der Grundschule 1200, 2900 und wir haben einfach nur eine Universität zu viel. Tschüss, Uni. Ja, ich weiß, dass ihr das kacke findet. Pech gehabt, Mädels. 5100. So, besser. Okay, gosh dang it. Das da wollte ich und das dort wollte ich nicht. So, Wasser, gut. Strom, gut. Müll, gut. Zufriedenheit, Gewerbegebietzufriedenheit ist relativ meh. Du machst geradeaus. Nee. Achso, doch, ja, du hast noch null Haushalte. Der da ist nicht ganz zufrieden, aber der Rest sieht gut aus. Was hast du für ein Problem? Auf jeden Fall jetzt keins mehr. Du bist immer noch rot. Hier unten war irgendwo noch ein dunkler. Ja doch, du müsstest eigentlich auch ganz happy sein. Dass du nicht happy bist, ist klar. Ah, der Unterschied sind die Augen. Seht ihn nicht direkt in die Augen. Wie sieht das hier aus? Mehr Kommerz und mehr Wohngedöns. Okay. Und ihr braucht immer noch alle Mitarbeiter. Gut, dagegen kann ich aber nichts tun. Was haben wir denn an neuen Monument einzigartig? Gebäudegedöns. Nichts, 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 nichts. Und ey. Stadion und Theater der Wunder. Dich setzen wir einfach hier an die Umgehungsstraße, dann lärmst du wenigstens niemanden zu. Joink. Und dich ins Industriegebiet auf jeden Fall. Können wir ja eigentlich... Ja, das ist alles Wohngebiet, das ist alles Wohngebiet. Na komm, dich bappen wir direkt nebendran. Neben's Theater. Wenn dann richtig. Oh, ziehen wir noch schnell Wasser. Und happy und happy. Okay. Jo, dann können wir jetzt natürlich noch wieder unseren Standardspaß bringen hier. Joink, 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 joink. Und als Prophylaxe sozusagen ziehen wir das einfach gleich einmal komplett durch bis hier unten. Ich denke, als nächstes könnten wir dann theoretisch auch schon mal anfangen, hier irgendwie S-Bahnen zu bauen. Damit die Leute besser zu ihrer Arbeit kommen. Schon wieder die falsche Seite. Gehen wir mal durch hier. Jupp, das ist jetzt leider nicht ganz so einfach, wie erhofft. Dann machen wir jetzt einfach hier. Ja, Quizfrage. Wie regelt man das hier? Wir machen es einfach so. Ah, hier lang. Dort, dort und... Okay, da kann man auch keine Verbindung hinsetzen. Dann nach hier, nach hier, nach hier und nach hier. Dann nach dort, dort, dort,
dort so. Einmal schön außenrum. So, der Timer brummt. Ich spüre es in den Fingern, wortwörtlich, weil der ganze Tisch vibriert. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Wenn ja, sagt mir das bitte, dann tut mir das ausgesprochen leid. Dann bauen wir jetzt noch schnell hier unsere letzte Buslinie. Der halt dort ist zwar ein bisschen redundant, aber hey. Lieber eine Haltestelle zu viel als eine Haltestelle zu wenig. Mal noch schnell dort und dort. Dort und dort und dort und dort und zack. Und die letzte Runde geht hier lang. So. Bis nach hier drüben. In diese Richtung. Bis nach hier oben. Wieder zum Shopping. Und zack. So. Es dürfen wieder alle happy sein. Hier unten im Industrie haben wir halt noch null Busverbindungen. Das ist etwas übel. Aber wir befördern 1450 Bürger pro Woche. Da bin ich halt doch durchaus happy. Aber okay, dann war's das für heute mit Cities Skylines. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt unsere Videos gerne liken und unseren Channel abonnieren. Jeder Klick hilft. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder nächstes Mal, nicht nächste Woche. Dann, in diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.